In diesem Video präsentiere ich drei Aktien, mit denen der ein oder andere sicherlich Millionär geworden ist. Bei welcher dieser drei Aktien sich der Einstieg noch immer lohnt, erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Thiel, hier geht es ums langfristige Investieren. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Ob du mit diesem Video Millionär wirst, das möchte ich nicht versprechen, aber hoffentlich wirst du auch deine Rendite machen. An der Stelle allerdings keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Die erste von den drei Aktien ist eine Aktie, die eher unter dem Radar ist, und ich habe die schon mal analysiert, und zwar hier, also der Name ist Cellavision, und hier vor einem Jahr steht da, hätte ich das gemacht, um genauer zu sein, sind schon fast eineinhalb Jahre hier, 19. April 2023, da hatte ich die Aktie Cellavision im Aktienfinder entdeckt. Und habe dann hier geschrieben, geheime Wachstumsaktie zum Schnäppchenpreis. Wollen wir mal gucken, was damit passiert ist und dann vor allem natürlich auch, was das Unternehmen macht und ob die Aktie noch immer kaufenswert erscheint. Also 19. April 2023, gucken wir mal an hier, Cellavision gebe ich hier ein im Aktienfinder. Und dann kriegen wir die Aktie auch gleich auf den Schirm. Du siehst hier, langfristiges Gewinnwachstum definitiv vorhanden. Wer lang genug da investiert war, könnte damit Millionär geworden sein. Kommt natürlich auf das Volumen an, mit dem man die Aktien gekauft hat. Aber immerhin 1500% im Plus langfristig gesehen. Du siehst aber hier in den letzten Jahren, letzten fünf Jahren ungefähr, war da nicht mehr so viel. Und warum ich die Aktie jetzt wieder auf dem Schirm habe, ist, da gab es jetzt wieder einen Abverkauf hier ein bisschen. Also die Aktie hat wieder korrigiert hier, war mal bei 300 schwedischen Kronen ungefähr jedenfalls und dann hier abverkauft. Das heißt wieder 20% gefallen innerhalb eines recht kurzen Zeitraums. Aber was uns ja natürlich noch interessiert, das war hier, wie ist die Aktie performanceseitig, wenn man die Aktie gekauft hätte, damals, 19. April 2023, wie jetzt sie dann performt. Oh, das war hier, 19. April ist hier, 2023. Wir wollen natürlich den Total Return haben mit Dividende. Will sich ja nicht schlecht rechnen. Hier, dann gehen wir mal, ja, nach der Korrektur war dann hier. So, und dann kannst du hier sehen, 55% Rendite gemacht, beziehungsweise aufs Jahr runtergebrochen, 33% trotz Korrektur. Hier gab es dann nochmal einen richtigen Abverkauf. Und jetzt muss ich erstmal sagen, was wird denn da gemacht bei dem Unternehmen? Cellavision ist ein Marktführer, also die kommen aus Schweden, haben eine relativ kleine Marktkapitalisierung. Sie haben gerade mal eine halbe Milliarde Euro, bringen sie auf die Waage. Sie haben hier eine Dividendenrendite von knapp 1%, aber hier fundamental, also wie du siehst, sage ich dir dann auch nochmal, also gut laufendes Geschäft. Und zwar, was sie machen ist, sie produzieren digitale Mikroskope, vor allem für die Blutanalyse, und haben dann ein Ökosystem aufgebaut, das besteht, sieht man auch hier in den Segmenten sehr schön, zum einen aus der Hardware, das sind also das Segment Instruments, das sind die Mikroskope, dann haben sie das dazugehörige Verbrauchsmaterial, das wären da oben, Reagenz heißt es, und dann hier die Software, mit der man dann entsprechend das Blutbild auswerten kann. Und es gibt mehrere, warum ich es so interessant finde, ist einmal die starke Marktstellung, die die bereits haben. Bei den Großlaboren haben sie einen Marktanteil, Weltmarktanteil von 27%, und es ist eigentlich eine kleine Firma, da sind ungefähr 220 Mitarbeiter beschäftigt. Also das ist gar nichts im Vergleich zu den beiden anderen Unternehmen, die wir jetzt nachfolgend analysieren werden. Aber sie haben eine starke Marktstellung, sie haben ein schönes Ökosystem geschaffen, sie haben schöne Wachstumsraten und vor allem auch langfristiges Wachstum hinter sich, weil es mehrere Megatrends gibt, von denen sie profitieren. Der eine Megatrend wäre die Alterung der Gesellschaft, das ist klar. Das spielt eigentlich allen in die Hände, die mit Gesundheit zu tun haben. Wir haben zusätzlich auch noch Kostendruck. Das spielt nicht allen in die Hände. Also beispielsweise hat ja Novo Nordisk momentan ja viel Gegenwind in den USA, weil sie zu viel verlangen für die Abnehmpräparate. Jedenfalls meint es die amerikanische Politik, nicht ganz unbegründet. Hier spielt der Kostendruck aber Cellavision in die Hände.
Denn der zählerischen Heft hilft den Laboren, kostengünstiger zu arbeiten, genauer zu arbeiten auch, kostengünstig vor allem dadurch, dass sehr viel automatisiert wird auch und dass dann auch das Ergebnis besser wird, wenn man mit diesen Mikroskopen und dann auch entsprechend mit der Software von CellaVision arbeitet. Und ein weiterer, ja, man muss es leider auch sagen, Megatrend, das ist Personalmangel, Mangel an geschultem Personal. Das sehen wir auch quer durch den Gesundheitsbereich durch. Und das führt ja auch dazu, dass wenn man Personal hat, das nicht mit einer weitestgehenden Standardisierung, Automatisierung arbeitet, dass dann noch mehr die Qualifikation des Personals eine Rolle spielt, damit die Ergebnisse zuverlässig gut sind. Und wenn man das nicht hat, dann will man natürlich effizienter zum einen, das habe ich ja schon ausgeführt, arbeiten, was man mit CellaVision machen kann und auch durch diese Standardisierung dann auch dieses Problem umgehen, dass man vielleicht nicht genügend qualifiziertes Personal hat und trotzdem qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen möchte. Also, das ist das, wofür CellaVision steht. Und die Zahlen sprechen auch quasi für sich. Man sieht hier, dass wir schön langfristiges Gewinnwachstum haben. Wenn wir den freien Cashflow einblenden, dann sehen wir auch, für den gibt es keine Schätzung, aber dass hier die Dividende zum Beispiel auch schön gedeckt ist. Wenn wir auf die Dividende hingehen, ist es jetzt nicht gerade so, dass der 1% jetzt wahnsinnig dafür sprechen würde, dass man das jetzt als Dividendenaktie kauft. Aber man sieht, dass wir hier auch dynamisches Dividendenwachstum haben. Wir haben ja immerhin schon mal 1,5% Anfang 2026. Dividende ist ja auch gedeckt. Wir haben hier sehr solide Bilanz. Wenn ich jetzt mal hier alles wegmache, Goodwill, Kernvermögen etc., dann sieht man hier auch, dass die Schulden frei sind. Also die liquiden Mittel übersteigen hier die zinstragenden Schulden bei weitem. Schuldenquote liegt bei 3,6%, also fast nicht existent. Was man dann eigentlich, würde ich sagen, gleich zur Bewertung voranschreiten können. Wir wollen es ja jetzt nicht, wir haben jetzt nicht nur ein Video, wo es hier um CellaVision geht, wir haben noch zwei andere Aktien. Wir können hier, ist egal, ob wir jetzt den bilanzierten oder den bereinigten Gewinn nehmen, wenn wir hier den bilanzierten nehmen, dann sehen wir, dass die Aktie mal hier zwischen der 2018, Mitte 2018 bis ja, Mitte 2022, also 4 Jahre, relativ sportlich hoch bewertet war. Meistens ist sie wieder zurückgefallen auf anderes, günstigeres Bewertungsniveau. Hier auf 10-Jahres-Schnitt wäre das KGV bei 51. Wir nehmen jetzt mal hier diesen hinteren Schnitt, nachdem die Aktie wieder zurückgefallen ist, dann kommen wir hier auf 38, jetzt hier KGV. Und das würde ich jetzt auch nehmen für die Bewertung. Wir können uns jetzt nach hier, haben auch nochmal die Wachstumsraten. Wir haben gesagt, wir nehmen den bilanzierten Gewinn hier. Ich zoome mal noch ein bisschen näher rein. Da sieht man hier die Wachstumsraten. Wir sind doch ein bisschen uneinheitlich. Wir haben momentan beispielsweise auch Gegenwind in den USA. Das sind jetzt die Umsätze zum dritten Quartal, ich habe mir auch durchgelesen, gefallen um 20%. Begründung des Managements wegen politischer Unsicherheiten. Man glaubt, dass es kurzfristig ist, also ein kurzfristiger Gegenwind ist. Und nichtsdestotrotz, in Summe, also weltweit, sind die Umsätze dann im Vergleich zum Vorjahr organisch gestiegen um 9%. Aber man sieht hier, es gibt immer wieder Schwankungen. Ich denke, das sieht man hier auch, dass es immer wieder auch kleinere Rückschläge gibt. Und wenn wir jetzt aber mal den Fernwert drüber legen, noch mit einem fast 50er KGV bewertet, dann sieht man hier, dass die Aktie günstig wäre hier. Hier wäre sie überbewertet gewesen. Hier wäre sie sehr günstig gewesen. Hier habe ich auch das Video gedreht hier. Und jetzt haben wir wieder eine Korrektur, wo sie wieder mehr in die Unterbewertung reinläuft. Allerdings habe ich ja gesagt gehabt, wir wollen hier mal korrigieren nach unten und zwar 38, also schon eine relativ heftige Korrektur. Das ist auch ungefähr da, wo die Aktie momentan liegt. Und jetzt kommt im Prinzip die komplette Rendite aus dem prognostizierten Gewinnwachstum und dann hätte man damit jährlich eine Renditeerwartung von 25% für die nächsten gut 2 Jahre, beziehungsweise 63,5% insgesamt. Die Dividenden machen dann auch noch ein bisschen was mit. Setzt natürlich voraus, dass entsprechend hier die Aktie bzw. der Gewinn auch entsprechend steigt, vor allem dann jetzt nicht im laufenden Jahr, dass der Gewinn um 2,3
3% steigen, sondern im nächsten Jahr, da wo dann Gewinn dann um 34% angeblich steigen soll. Kann natürlich sein, dass es nicht so kommt. Holen wir uns mal in den Prognosekorridor noch rein. Da sieht man dann, dass es durchaus hier unterschiedliche Meinungen gibt. Deshalb nehmen wir jetzt noch die negative Analystenschätzung mit rein und da wäre dann das Renditepotenzial bei 16,8% per anno. Das wäre also Zellavision. Das war jetzt eine kleine Aktie. Jetzt muss ich mal räuspern und am besten auch noch gleich was trinken. Um es noch ein bisschen spannend zu machen. So, und die nächste Aktie, die ist im Prinzip genau das Gegenteil von Cellavision, was die Marktkapitalisierung angeht. Das wäre nämlich Nvidia. Nvidia hat ja noch nicht reportet. Die Earnings Season, die läuft ja gerade auf Hochtouren. Da werde ich nachher mal den Earnings-Kalender einblenden. Aber jetzt gehen wir gleich mal einen Qualitätscheck. Wir haben schon einen Eindruck, finde ich jedenfalls, habe einen Eindruck, wie es bei Nvidia laufen kann, denn wir haben schon andere Unternehmen, die reportet haben. Jetzt muss ich doch mal hier in den Earnings-Kalender reingehen, weil es einfach passt. Wir haben hier zum Beispiel vor kurzem AMD gehabt, die um über 10% gefallen ist, die Aktie, nachdem die neuen Zahlen dann rauskamen als Reaktion. Das ist ein Konkurrent von Nvidia. Wir haben auch neue Zahlen gehabt von hier Microsoft, Meta, Alphabet. Die waren, glaube ich, schon letzte Woche dran. Ne? Müssten auch irgendwo weit, relativ weit oben stehen. Kann man hier auch suchen. Alphabet. Wo waren die denn? Ach, hier, die waren in der aktuellen Woche noch gewesen. Ja, richtig. Ja, da kommt so viel rein, dass man da leicht durcheinander kommen kann. Beziehungsweise die Orientierung verlieren, deshalb kann man ja auch filtern. Naja, jedenfalls, AMD hat enttäuscht und hat auch mal gezeigt, aus meiner Sicht der Dinge, wie weit der Abstand ist zu Nvidia. Ja, sie haben Wachstum auch im Bereich KI. Bei Gaming läuft es gerade nicht so, wenn ich mich richtig erinnere. Bei KI haben sie Wachstum, aber sie hängen weit hinten dran, machen nicht mal oder höchstens ein Zehntel Umsatz von dem, was KI macht, was Nvidia macht mit den KI-Chips. Und ja, es zeigt einfach, wie weit Nvidia da der Konkurrenz enteilt ist. Das ist schon mal ganz wichtig, damit sie weiterhin exorbitante Preise verlangen können. Was auch noch wichtig ist, also ein de facto Monopol fast oder ein sehr stark oder ein ja eine Premium-Stellung in einem Oligopol, wenn man so will. Auf jeden Fall eine sehr starke Marktstellung. Und das andere ist natürlich, die Nachfrage muss auch sehr stark sein. Jetzt haben wir hier gesehen, Alphabet, Meta, Microsoft, die haben alle berichtet. Und sie haben im Prinzip alle gesagt, wir werden weiter investieren. Wir werden noch mehr Geld in den Ausbau, vor allem unserer Infrastruktur, stecken. Und wir setzen auf KI. Bei Alphabet ist das Cloud-Segment um 35% zum Vorjahresquartal gewachsen, dank AI, also KI. Und sie haben auch gesagt, die Kosten für die Generierung von KI-basierten Antworten wäre um 90% gefallen innerhalb der letzten 8 Monate, unter anderem auch dank Hardware, sprich dank Nvidia. Und sie werden noch mehr Geld im laufenden oder im kommenden Geschäftsjahr in die Hand nehmen, um eben ihr AI-KI-Angebot noch weiter auszubauen. Meta genau dasselbe für 2025, extrem hohe Ausgaben, vor allem für die Infrastruktur angekündigt, insgesamt Capital Expenses bis an 40 Milliarden US-Dollar. Microsoft ebenso, das heißt, auf der einen Seite haben wir, also wir haben auch eine starke Nachfrage, die jetzt jedenfalls auch kurz-mittelfristig nicht wegzubrechen droht. Und Nvidia als einzigen oder als dominanten Spieler, der diese Nachfrage bedienen kann. Das heißt, das Geschäftsmodell ist weiter intakt. Und jetzt gehen wir mal wirklich hier zu Nvidia rein und gucken uns mal an, was wir da noch für eine Rendite erwarten können. Man sieht ja auch nochmal eindrucksvoll, wie der Gewinn jetzt förmlich explodiert ist. Das war ja hier der erste Booster für Nvidia, das war ja der Mining-Booster, und da lag der Gewinn pro Aktie noch bei 38 Cent. Mittlerweile liegt er bei 2,13. Wenn man hier mal schaut, soll er sich dann auch mal verdoppeln innerhalb eines recht kurzen Zeitraums, 3 Jahre ungefähr. Hier
absolut schuldenfrei, aber ich möchte jetzt gar nicht so viel da jetzt analysieren, fundamental, sondern hier gleich auch in die Bewertung einsteigen. Und hier nehmen wir aber dann das bereinigte KGV. Und was finde ich schon ganz interessant ist, dass, wenn wir uns den Aktienkurs noch mal anschauen, machen wir mal so, das ist ja auf 5 Jahre und man sieht dann, wie der dann auf 10 Jahre ist noch eindrucksvoller und man sieht dann hier, wie der Aktienkurs quasi hier durch die Decke ging. Ja. Hier 1000% zugelegt, hier seit 2022, dann könnte man doch eigentlich davon ausgehen, dass die Aktie halt einfach überteuert ist und dass sich das dann aber auch am Multiple wie den KGV zeigen lässt. Und man sieht aber hier, das ist überhaupt nicht der Fall. Wir hatten hier Nvidia, war zum Beispiel Anfang 2022 ein höheres KGV gehabt als aktuell. Und wir sehen im Prinzip hier mehr oder weniger seit 2017, 2018 ist die Aktie deutlich teurer geworden als vorher. Also vorher war es noch relativ günstig gewesen. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken hier, Pi mal Daumen, was haben wir hier ab dem Zeitpunkt, an dem die Aktie dann auch wirklich teurer wurde, für ein KGV durchschnittlich, dann kommen wir auf hier ungefähr 40. Und diese ungefähr 40 würde ich auch weiterhin nehmen, wissend, dass momentan das Wachstum deutlich stärker ist als hier noch in der Vergangenheit, als die Aktie auch teilweise schon KGVs hatte von 40. Dann gehe ich jetzt mal hier in den fairen Wert rein. Man sieht ja auch nochmal eindrucksvoll, wie der Aktienkurs steigt, aber hier sehen wir eben auch parallel dazu, wie nicht minder eindrucksvoll auch der Gewinn pro Aktie steigt. Und jetzt werde ich mal hier den fairen Wert drüber legen. Das ist jetzt out of the box. Das wäre jetzt mit einem bereinigten KGV, muss man auf die Zeile gucken, von 35 knapp. Und wenn wir hier jetzt nach oben korrigieren, aktuell haben wir einen 63er KGV, dann geht auch der faire Wert nach oben, nicht zu mal jetzt ein bisschen rein. Wir sehen also, aktuell ist die Aktie quasi überbewertet. Da wäre, lege jetzt der faire Wert bei 114 US-Dollar aufs laufende Geschäftsjahr. Aber schon ein Jahr später soll er dann bei 162, 163 Dollar liegen und danach, man sieht auch schon, dass sich dann das Wachstum abbremst, bei 195 US-Dollar. Wenn wir jetzt mal gucken, also mit anderen Worten, sehr schnell wächst der faire Wert in den Aktienkurs hinein und lässt ihn dann hinter sich, hätten wir hier eine Renditeerwartung von 15,4% über auch gut 2 Jahre. Ich glaube, bei Zellavision hatten wir ein bisschen mehr gehabt auf die Konsensschätzung. Nehmen wir auch hier den Prognosekorridor und da sieht man im Vergleich zu Zellavision, dass wir hier noch deutlich größere Meinungsdifferenzen haben bezüglich der einzelnen Analysten. Würden wir jetzt hier mal die negative Stimmung einblenden, dann da die Renditeerwartung berechnen, dann hätten wir eine Renditeerwartung von lediglich 2,7%. Würden wir die Optimisten nehmen, dann hätten wir eine Renditeerwartung von 39%. Und wie gesagt, die Konsensschätzung hier gibt knapp 16% wieder, was natürlich auch deutlich mehr wäre, als man langfristig am Aktienmarkt generieren kann. Also Nvidia aus meiner Sicht immer noch interessant. Wer an der Seitenlinie steht, ich mache es ja immer so, mit solchen Aktien gestaffelt einzusteigen. Habe ich auch bei Nvidia gemacht, im Firmendepot. Habe ich auch Nvidia, habe ich auch erst vorgestellt, das Firmendepot komplett. Und da eben auch die Position von Nvidia, die ich in 3 Teilkäufen aufgebaut habe. So, jetzt kommt die letzte Aktie, last but not least, und das ist ja der nächste Gigant hier, und das wäre dann Tesla. Tesla, auch mit Tesla könnte man reich geworden sein. Bei mir hat es nicht ganz gelangt für eine Million. Ich habe sie zum falschen Zeitpunkt verkauft, hätte sie früher verkaufen sollen, aber gut, egal. Man sieht hier, dass der Gewinn eindrucksvoll rückläufig ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir hier, wenn man nah genug reinzoomt, so ist die Aktie jetzt wieder stark angesprungen hier nach den Quartalszahlen um 26%. Wir haben es natürlich auch hier im Earnings-Kalender, verzichte ich jetzt mal drauf zu gehen, aufs Jahr haben wir mehr oder weniger jetzt einen Seitwärtslauf drin. Also Tesla ist und bleibt extrem volatil und die Frage ist natürlich, was ist da jetzt noch zu holen? Vielleicht zuerst mal, warum ist die Aktie so stark angesprungen? Wir hatten hier, wie wurde es genannt, das Margenwunder. Also die
Auto-Bruttomarge ist von 14,6 auf 17,1% gestiegen. Tesla hat ja jetzt Probleme gehabt mit den Margen. Also allgemein sind sie ja sehr lange gestiegen, eine operative Marge bei 17%. Und dann ist sie aber wieder recht deutlich gefallen, liegt momentan auf die letzten vier Quartale bezogen bei 8,5%, hat sich also mehr oder weniger halbiert. Und damit hat entsprechend dann auch der Gewinn etwas rückläufig geworden. Das sieht man ja und soll auch noch, ja, laut den Analystenschätzungen ein bisschen schlimmer kommen bis für das nächste Quartal. Noch ist es jedenfalls so, wird so abgebildet. Und man hat ja mit dem Schlimmsten eigentlich auch schon gerechnet, aber die Margen sind gestiegen. Was auch noch gut war, war Elon Musk hat dann es geschafft, Stimmung zu verbreiten bezüglich der Aussichten über das laufende Geschäftsjahr, wo er von seinen Best Guesses spricht, 20-30% Umsatzwachstum. Okay. Und wir haben auch echtes Wachstum im Bereich Energiespeicher bei Tesla. Das ist ja eine andere Sparte, wo sie tätig sind, mit den Powerwalls, Megapacks. Macht ungefähr 10% vom Umsatz, soweit ich weiß. Und da hat man ein Wachstum zum Vorjahresquartal von 50% hingelegt und hat da auch steigende Margen, sondern höhere Margen, Bruttomargen als beim Autoverkauf, der ja um 6,4% zugelegt hat im Vergleich zum Vorjahresquartal. Also insofern ist erstmal gut, also auch der Absatz stimmt. Die zwei Quartale zuvor hat man einen Rückgang gehabt von jeweils ungefähr 6%, was ja für ein Wachstumsunternehmen nicht gerade gut ist. Allerdings muss ich da auch sagen, dass wir dieses Margenwunder hatten, liegt meines Erachtens in erster Linie an den gesunkenen Rohstoffkosten. Das hatte selbst Tesla nicht auf dem Schirm. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass sie gesagt haben, wir haben, was jetzt die Kostenreduzierung angeht, eigentlich schon das Ende der Fahnenstange erreicht mit der aktuellen Palette. Also natürlich nicht Cybertruck, aber mit dem anderen, was sie gehabt haben. Cybertruck macht ja nicht die Marge, ist gerade erst positiv jetzt geworden bezüglich der Bruttomarge. Und jetzt sind sie halt auch positiv überrascht worden, aber wie lange das hält, dass die Rohstoffkosten so niedrig bleiben, das weiß man nicht. Und ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass die Bruttomarge weiter steigt. Wir haben natürlich jetzt die grundlegenden Probleme, jedenfalls die ich sehe, ist, auch wenn jetzt wir wieder mehr Absatz haben, haben wir immer nur Facelifts, aber es bleibt halt dabei, dass es keine wirkliche Verjüngung der Modellpalette gibt von Tesla. Wir haben starke Konkurrenz, beispielsweise in Form von BYD, die ich auch im Firmendepot habe. Und wir haben vor allem bei Tesla jetzt sehr, sehr viel Zukunftsmusik wieder. Das heißt natürlich FSD, Fokus auf FSD, inklusive Robotaxis sind ja vorgestellt worden. Für 2026 soll es dann soweit sein, dass der erste dann hier da durch die Gegend fährt. Naja, es soll ja schon Robotaxis geben, angeblich in San Francisco für Tesla-Mitarbeiter. Das hat wahrscheinlich dem Markt auch nochmal gefallen, dass da irgendwas Konkretes mal gesagt worden ist. Und dann gibt es natürlich noch den Optimus-Roboter, aber das ist alles mehr oder weniger Fantasie. Das Kerngeschäft sind Autos, batteriegetrieben, ja, sehr softwaregestützt, ja, aber quasi konventionell. Und da ist jetzt erstmal kein Wachstum da, das Aktienkurse bzw. Bewertungen rechtfertigen könnte, die wir hier sehen. Apropos Bewertung, dann müsste man den freien Cashflow nehmen. Der entwickelt sich schon länger relativ stabil im Vergleich zum Gewinn. Und das machen wir jetzt auch, wenn wir uns die Multiples sehen. Also vielleicht noch ganz kurz zurück zu Tesla. Also man sieht auch, die schwimmen in Geld. Die haben also kein Problem, sind schuldenfrei, haben immer noch einen schönen freien Cashflow. Also Tesla ist alles nur nicht in der Krise. Die Frage ist einfach nur, ob der Aktienkurs, also ob man noch eine positive Renditeerwartung hat oder ob der Aktienkurs immer noch zu hoch ist, vor allem nachdem die Aktie jetzt nochmal gestiegen ist. Gucken wir uns die Multiples an, wir nehmen den operativen Cashflow, dann sieht das Ganze so aus. Hatten hier schon über 120er KCVs, momentan so bei um die 60, war mal relativ günstig hier mit 130. Ende 2022 habe ich auch viel geschrieben darüber, an dem Zeitpunkt, dass die Aktie teilweise günstiger bewertet war wie Coca-Cola. Jetzt haben wir wieder eben die um die 60. Ich würde, denke ich mal, hier auch den 50er Kurs-Cashflow-Verhältnis beibehalten.
Wer jetzt sagt, das ist doch viel zu viel für eine Autoaktie, der wird sowieso nie in Tesla investieren, weil er eben in Tesla einen reinen Autobauer sieht. Das heißt, FSD, Robotaxi, Optimus und Co. und das Energiespeichergeschäft zählen da überhaupt nicht. Für solche Leute macht es aber auch keinen Sinn, dann Tesla zu bewerten. Dann müsste man es dann auch auf KGV oder KCV deutlich, deutlichst nach unten korrigieren. Macht keinen Sinn, weil dann die Aktie einfach nicht für dich in Frage kommt. Wenn die Aktie für dich in Frage kommt, dann könntest du auch damit leben, vermutlich. Kann natürlich immer noch ein bisschen nach unten gehen, aber dann wäre so ein höheres KCV, KGV durchaus, ja, wenigstens diskussionswürdig. So, jetzt gehen wir mal hier in der operative Cashflow und dann blende ich den jetzt mal hier ein. Wie gesagt, da out of the box und dann kommt auch was raus erstmal, das gar nicht so schlecht aussieht. Natürlich ist Tesla zu bewerten eine harte Nuss. Und man sieht aber hier Phasen der deutlichen Überbewertung, Unterbewertung und jetzt wieder, nachdem die Aktie nach oben gegangen ist, wieder eine Überbewertung. Und jetzt sehen wir hier Warnzeichen, nur noch zwei Analysten schätzen das, hier sind es noch 7, da sind es 9, da auch 9, bis hierhin gehen wir dann. Und dann hätten wir aber hier eine jährliche Renditeerwartung von 3% über gut 2 Jahre. Das ist natürlich für eine Aktie wie Tesla zu wenig aus meiner Sicht, um da jetzt einzusteigen. Bis vor den Quartalszahlen wären es noch mehr gewesen, da wären es immer noch 10% gewesen. Jetzt ist es nicht mehr so interessant. Der Prognosekorridor, sieht man hier auch, wenig überraschend, ist auch relativ breit. Die negative Analysten, hätten wir dann hier Kursverluste zu erwarten, da wäre dann der faire Wert bei, wo sehen wir hier, 274 Dollar, nein, hier, Entschuldigung, 139 Dollar und hier wäre er bei 275 und hier oben wäre er bei, na, hier 361 US-Dollar. Da hätte man eine Renditeerwartung von 17%. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Tesla ist nach wie vor was für Gläubige, sage ich mal. Man kann da rein investieren, natürlich, wenn man entsprechend diversifiziert ist, wenn man die entsprechende Risikoaversion mitbringt. Für mich momentan allerdings Tesla kein Kauf. Also, um das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, Nvidia finde ich interessant, habe ich auch im Depot. Cellavision habe ich auf der Watchlist, gucken wir mal, was die Aktie macht. Wäre für mich auch interessant, Tesla momentan eher weniger. Okay. Das waren 3 Aktien von sehr, sehr vielen Aktien, die momentan interessant sind. Man sieht ja hier im Earnings-Kalender, dass hier eine Menge geboten wird. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich drücke euch die Daumen bei euren Investments und bis zum nächsten Video. Spätestens. Tschüss.